Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winifred. Heute schauen wir auf 10 Dinge in Clash of Clans, die keinen Sinn ergeben. Clash of Clans ist ein geiles Spiel, es ist ein Handyspiel und es ist natürlich auch ein Fantasy-Game. Das bedeutet, das, was wir jetzt hier teilweise sehen, entspricht natürlich nicht der wirklichen Welt. Wir haben Drachen, wir haben Päcker, wir haben Magier, die Blitze und Feuer aus ihren Händen schießen und so weiter und so fort. Also das ist natürlich alles nicht der Realität entsprechend. Aber es gibt trotzdem einige Sachen, die auch ein bisschen komisch sind, die ja eigentlich anders hätten gelöst werden können im Spiel. Wir gucken mal drauf. Punkt Nummer 1. Der Bauarbeiter macht bei Bäumen einfach kurzen Prozess mit seinem Hammer. Warum tut er das? Warum macht er das nicht einfach mit einer Säge? Warum nimmt er nicht einfach eine Säge? Guck mal, die Säge ist ja da. Die Säge ist ja auf dem Haus drauf, aber er benutzt sie einfach nicht. Komm, wir machen das jetzt mal hier bei 3 Bäumen oder bei 4. Egal welchen Bauarbeiter du nimmst, egal was er auch abbaut, er nimmt immer den Hammer. Und besonders ist das geil bei Verbesserungen. Also, pass mal auf. Wir haben jetzt hier 4 Arbeiter frei. Ich habe jetzt leider kein Lager mehr frei, also kein Lager mehr, was ich zu verbessern habe. Aber stell dir mal vor, du verbesserst dein dunkles Elixierlager und der drischt auf das Glas mit seinem Hammer ein. Ich finde das persönlich sehr, sehr lustig. Oder einfach Verbesserungen jeglicher Art, das Universalrezept des Bauarbeiters. Ich dresche einfach immer überall drauf. Wir nehmen jetzt mal was Günstiges. Komm, wir nehmen mal eine Skelettfalle. Bam, bam, bam. Ich habe jetzt eh nur noch eine Sache, die ich verbessern kann. Die Sprungfalle. Wo ist er? Da ist er jetzt nämlich. Was macht er? Universalrezept. Er nimmt einfach den Hammer und drischt einfach auf dem Sarg drauf rum. Es wird schon funktionieren. Oder auf dem Holz, auf der Feder. Zack, 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 zack. Es wird einfach funktionieren. Dann, Punkt Nummer 2. Moment. Okay, den nehme ich mit, der Drahtos 13 Verteidigung, zumindest das meiste. Also, Punkt Nummer 2, wenn wir das hier uns mal anschauen. Das Windrad und auch die Flaggen. Von wo kommt der Wind? Laut den Flaggen kommt der Wind ja eindeutig von da oben. Die Flaggen wehen nach da. Was aber jetzt der Fall ist, ich werde jetzt mal einen einzigen setzen. Komm, der Loon müsste ja dann eigentlich, es ist ein Heißluftballon, der Ballon müsste ja dann eigentlich nach unten fliegen. Dieser fliegt jetzt auch nach unten, aber der fliegt natürlich immer zur nächsten Verteidigung. Zum Beispiel jetzt dieser Loon hier müsste auch nach unten fliegen, fliegt aber nicht, er fliegt nach oben. Also ihr versteht schon, die physikalischen Gesetze in diesem Spiel sind einfach mal nicht vorhanden. Jetzt muss ich den aber mal eben ganz schnell mitnehmen. Mal eben gucken. Ja komm, wir machen das jetzt mal eben so, dass wir da mal ganz kurz ein bisschen aufräumen und dann schicke ich schon mal eben ganz schnell das Ding hinterher. Das Problem ist, der König und die Königin, die laufen dann nie in die Mitte rein, ne? Die laufen dann nie in die Mitte rein und ich weiß nicht genau, wie weit der Kampfholzwerfer es jetzt noch schafft. Er wird es wahrscheinlich nicht mehr sehr weit schaffen, deswegen muss ich da jetzt schon mal den Zauber hinsetzen. Na, die laufen nach unten! Es ist zum Kotzen. Die laufen nach unten. Die laufen nicht in den Zauber rein. Wie viel Pech kann man denn haben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind nicht in den Zauber reingelaufen. Das war natürlich jetzt der absolute Worst Case. Die Königin läuft mit dem König mit. Das ist noch halbwegs in Ordnung. Ärgerlich. Aber ein Wutzauber ist mal gerade richtig verschwendet. Der war mal richtig gewastet hier, der Wutzauber. Der Wutzauber. Tja. Das ist mal ärgerlich jetzt. Jetzt muss ich irgendwie noch gucken, dass wir uns ganz schnell auch noch den Minenwerfer davon holen. Wir haben jetzt eh kaum noch Zeit eigentlich. Deswegen muss ich die jetzt mal eben ganz schnell ein bisschen aufteilen. Schupp. 2, 3, 4, 5. Zack. Gladi noch hinterher. Zauber. Adler, der fliegt natürlich auch noch. GG, der lebt auch noch was. So. Rados mal eben freezen. Damit wir uns die Minimalhoffnung noch lassen, dass wir vielleicht das Rados noch eben kriegen. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir aber, glaube ich, noch. Ich glaube, das Rados werden wir noch eben so kriegen. So gerade eben. Das könnte noch. Ja, das funktioniert noch. Trotz des Wutzaubers werden wir das noch schaffen. Ja. Was ja auch noch eine Sache ist bei Clash of Clans, ist euch das schon mal aufgefallen? Friendly Fire ist ja ein bekannter Aspekt, vor allem natürlich bei Shootern, bedeutet, sagen wir jetzt mal als Beispiel, Counter-Strike oder so, kannst ja einstellen, möchte ich jetzt Friendly Fire anhaben oder aushaben, ne, dass du deinen eigenen Teamkameraden Schaden machen kannst oder nicht.
Das gibt's halt bei einigen Shootern natürlich auch gar nicht. Also zum Beispiel bei Apex Legends kannst du es nur im, ich glaube, da kannst du es nur im Trainingsstand einstellen, dass du Friendly Fire anhast. Hier ist das natürlich auch so. Denn zum Beispiel, wenn jetzt so ein Drache, ein Elektrodrache mit seinem Kettenblitz Schaden macht und dann steht irgendwo ein Barbar in der Nähe oder ein König, ja, warum kriegt der keinen Schaden? Ne, das ist ja so die Sache. Der ist direkt daneben. Der ist direkt daneben zum Beispiel und dann kriegt er keinen Schaden ab. Oder wenn ein Ballon eine Bombe abwirft, warum kriegt der keine Schaden ab? Frage, Frage. Das muss man sich mal überlegen. Also auf jeden Fall Punkt Nummer 2. Physikalische Gesetze im Spiel. Außer Kraft. Und Friendly Fire. Es ist wohl aus. Es ist wohl aus. Also was heißt es? Ja, was heißt es? Ergibt keinen Sinn. Ist halt, finde ich jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen komisch. Aber es macht natürlich, es macht schon Sinn. Es ist jetzt nicht realistisch, aber es macht Sinn. Das ist halt immer so der Spagat, den dann der Entwickler gehen muss. Möchte er das Spiel jetzt besonders realistisch haben oder möchte er es besonders gut spielbar haben? Also wenn jetzt hier Friendly Fire an wäre, es wäre einfach nur ein riesiges Chaos. Seien wir mal ehrlich, es wäre ein riesiges Chaos. Muss man ja mal sehen. Jetzt müssen wir eben ganz kurz gucken. So, apropos physikalische Gesetzmäßigkeiten, Szenerie. Ja, da habe ich sie. Da geht es nämlich schon weiter. Dieses Rad hier dürfte sich niemals nach rechts drehen. Das müsste sich nach links drehen, hat mich Josie freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte das gar nicht gemerkt. Dieser Wasserfall kommt von rechts, der geht da runter. So, das Wasser hier fließt nach links. Warum sollte sich dieses Rad nach rechts drehen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist falsch. Es muss sich nach links drehen. Also okay, da hätten sie schon drauf achten können. Ganz ehrlich. Also da hätten sie schon drauf achten können. Das Rad muss sich nach links drehen. Es nimmt ja das Wasser auf, was von dem Wasserfall kommt, und es geht dann hier weiter. Es fließt ja nach links ab. Es fließt ja nach Westen ab. Oder beziehungsweise nach Südwesten. Da muss ich schon sagen, hätte man vielleicht drauf kommen müssen. Da hätte man vielleicht drauf kommen müssen. Bleibt natürlich trotzdem noch zu sagen, dass diese Szenerie natürlich trotzdem ganz wundervoll ist, ganz wundervoll gestaltet ist. Wir gucken mal weiter. Und zwar, Moment, das habe ich jetzt gerade... Ah, das war sogar ein eigener Punkt auf meiner Liste. Upsi-pupsi. Schatten bei den Drachen. Also, das ist zum Beispiel etwas, der Drache hat einfach einen Kreis. Hat einfach einen Punkt als Schatten. Finde ich auch ganz lustig. Er hier hat das auch... Guck mal da ist auch nicht besonders viel zu sehen beim Schatten. Warte mal, was mich interessiert, ist zum Beispiel... Was ist denn beim Elektrodrachen? Wir nehmen jetzt mal hier, nehmen wir mal das raus, damit wir ein bisschen Platz haben. Wo ist der Elektrodrache? Ist einfach nur ein etwas größerer, ist einfach nur ein etwas größerer Punkt, den wir da jetzt sehen. Also würde ich jetzt mal sagen, zusammengefasst, Schatten bei Drachen, beziehungsweise generell die Schatten in diesem Spiel. Und müssen wir mal gleich darauf achten, was passiert denn, wenn so ein Drache stirbt in diesem Spiel? Was haben wir denn dann? Was erscheint dann? Wer weiß es auswendig? Werden wir gleich mal drauf achten. Ich fordere mal eben nochmal Truppen an. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, erster Klick. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Sieht jetzt, ja, auch wieder hauptsächlich nach Rathaus 13 Verteidigung aus. Kriegen wir, glaube ich, hin. Ich habe mir zwar extra einen Zeppelin mitgenommen, habe aber einen Blitz zu wenig. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Da müssen wir den Blitz, ja, wo setze ich den jetzt mal hin? Er hat keine Kampfbeuten. Das ist schon mal nicht schlecht. So, 1, 2, 3 und der Zeppelin. Ja, die Loons und das Flugverhalten, ne? Da haben wir es wieder. Also es ist natürlich alles nur Spaß, Leute. Also das Spiel ist trotzdem natürlich ziemlich geil, muss ich mal sagen. So, da geht das Ding jetzt runter. Ich setze auch schon mal den Zauber da drauf, ein bisschen zur Ablenkung. Katapult ist weg, schönes Ding. Adlerdev kriegen wir, glaube ich, nicht ganz weg. Nein. Adlerdev leider nicht ganz. Jetzt, okay, die laufen nach... Ja, der König läuft nach unten, die Königin läuft... Läuft die hinterher? Ne, sie läuft nicht hinterher. Das ist für uns jetzt aber ganz gut. Die soll nicht hinterherlaufen, die soll oben aufräumen. Es wird gleich aber ein weiter Weg. Es wird gleich ein sehr weiter Weg Richtung, ja, Richtung Rathaus. Deswegen muss ich da auf jeden Fall schon mal einen hinsetzen. War vielleicht nicht ganz so schlau, da auf der Seite aufzuräumen. War vielleicht nicht die beste Entscheidung, da oben aufzuräumen. Aber wir werden es noch sehen. Also, was hatte ich denn sonst noch? Ach ja, was auch noch dazu kommt... also achtet jetzt mal, ja, da. Ah, jetzt haben wir es verpasst. Jetzt haben wir es verpasst, als der Elektrodrache den Geist aufgegeben hat, was passiert ist. Ärgerlich. Aber wir werden es vielleicht gleich noch sehen.
So, haben wir irgendwo noch einen Held? Nein, Gladi kann ich nach da setzen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten jetzt gleich. Ah, das war auch nicht gut. Luftabwehr haben wir aber noch gerade so gekriegt. Ja, 1,34, 1,33. Was passiert bei der Gladi, wenn sie drauf geht? Natürlich bleibt sie dann da einfach liegen oder sie bleibt sitzen. Da passiert sonst nichts weiter. So, 1, 2. Ah ja, und die Adlerdef ist ja noch da. Die Adlerdef ist ja immer noch am Leben. Stimmt, die Adlerdef lebt ja immer noch. Macht aber nichts. Denn wir können jetzt hier den Warden ja noch zünden. Und jetzt achtet mal gleich drauf. Irgendein Drache wird gleich als allererstes den Geist aufgeben. Was passiert, wenn der Drache den Geist aufgibt? Wo wird der erste Drache sein, der den Geist aufgibt? Warte. Oben der? Oder unten der? Er jetzt hier gleich. Er ist gleich kaputt. Da. Ein menschliches Skelett. Der Drache geht kaputt und es ist einfach ein normales Skelett, was aufsteigt. Weil sie einfach natürlich den gleichen Effekt haben für alle Tode, denke ich mal. Aber ein menschliches Skelett, was dann emporsteigt in den Himmel. Was auch noch auffällt natürlich, wenn du einen Angriff machst, können deine Truppen nicht über Mauern springen. Wenn du aber deine Truppen im normalen Dorf hast oder wenn du sie auch spendest, können sie über Mauern springen. Das fällt natürlich besonders bei den Helden auf, also zum Beispiel bei der Königin, die ja oftmals vor den Mauern stecken bleibt. Das ist der Klassiker. Du hast die Königin und du im Angriff, sie wird irgendwie beschossen von irgendwas, aber nein, sie läuft erst auf die Mauer zu. Das ist der absolute Klassiker natürlich. Ja, ärgerlich, aber oftmals auch nicht zu vermeiden, leider. Wenn du aber deine Königin im normalen Dorf hast, dann kann sie über alles drüber springen, was du hast. Dann ist dir das vollkommen egal. Hier, König auch, der König natürlich auch, der hüpft auch überall drüber. Die Königin, da oben habe ich sie. Müssen wir halt mal warten, ob sie gleich mal irgendwo drüber springt, weil sie jetzt nicht so gut positioniert ist. Gladi ist natürlich ein Sonderfall, weil die Gladi ja sowieso über die Mauern drüber springt. Königin und hüpf, Königin. Ah, der König, ihr seht es, ne? Er hüpft eindeutig über alles drüber. Kann er natürlich im Kampf auch nicht machen. Da bräuchte man Mauerbrecher, um ihm die Mauer frei zu machen. Oder vielleicht auch einen Erdbebenzauber. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Punkt auf meiner Liste. Dann etwas, was auch relativ lustig ist, wenn man es sich einfach mal vor Augen führt. Wo haben wir es? Die Bomben. Die Bomben brennen. Zumindest jetzt die Bomben davon, das Dynamit brennt nicht. Aber die Bomben brennen. Die brennen einfach dauerhaft. Wenn du doch in echt, sagen wir, du hast einen Feuerwerkskörper und du zündest den an, dann geht die Zündschnur weg und das Ding geht in die Luft. Beziehungsweise es geht hoch. Beziehungsweise es explodiert. Der Effekt passiert. Aber hier? Wo haben wir denn eine Bombe? Wo haben wir denn hier eine Bombe? Da. Ich meine, wie ist das eine Fake-Effekt-Zündschnur? Was passiert damit? Sie brennt einfach dauerhaft. Es brennt einfach dauerhaft. Und es passiert einfach mal gar nichts. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, das sind alles so Punkte im Spiel, wo ich mir denke, das fällt mir ja nicht auf. Das ist mir nie aufgefallen. Ich spiele das Spiel so lange und ich spiele es einfach vor mich hin und es sind Sachen, die mir einfach nie auffallen. Dass so etwas passiert. Dann haben wir noch einen Punkt, das hatte ich gestern, glaube ich, schon mal angesprochen, die Dorffrau. Die Dorffrauen hüpfen alle hier rum und laufen alle in dieses Rathaus rein. Ey, da laufen so viele Dorffrauen in dieses Rathaus rein und vor allem, die laufen ja sogar da rein und bleiben dann natürlich da drin, wenn es zerstört ist. Also wenn das Rathaus zerstört ist und sie sind schon drin, bleiben sie natürlich drin. Man erfährt nicht, was dann mit denen passiert. Aber wenn das Rathaus vorher zerstört wird, bevor die Dorffrauen da rein können, dann verschwinden die Dorffrauen einfach. Sie lösen sich einfach in Luft auf. Tja, wohin gehen sie? Fragen über Fragen. Aber einen habe ich noch. Ich muss ja sowieso noch ganz kurz warten, bis ich wieder anfordern kann. Vor allem natürlich, Rathaus 14 ist relativ groß. Aber bei den unteren Rathäusern fragt man sich natürlich auch, wie passen die alle in dieses kleine Rathaus rein? Das sind auch so Fragen, die ich mir dann stelle. Aber noch eins, hat mich Josie darauf aufmerksam gemacht. Müsste ich mal ganz kurz eigentlich die Szenerie wechseln, damit man es ein bisschen besser sieht. So, Standard-Szenerie am Start. Da ist das Boot. Wie kommt das Boot... Zum einen natürlich, die Windrichtung ist ja eine komplett andere, von daher könnte es vielleicht sogar noch passen, dass es einfach komplett geradeaus fährt, aber hatte das Boot nicht sogar bei diesen Videos damals im Mai, hatte das nicht sogar noch ein Steuerrad?
Hier hat es keins. Wer lenkt das Boot? Frage ich mich. Oder beziehungsweise, wenn der Meisterbauarbeiter oder beziehungsweise, ja, wer fährt überhaupt rüber? Du hast ja keinen hier, der es fahren könnte, denn der Meisterbauarbeiter, ihr sitzt ja oben, ich habe 6 Arbeiter frei. Der Meisterbauarbeiter bleibt ja in diesem Dorf drin. Ich gehe jetzt rüber. Hier habe ich jetzt Otto am Start. Wer kümmert sich um das Boot? Wer fährt damit? Man weiß es nicht. Vor allem der Meisterbauarbeiter fährt ja auch mit seinem eigenen Boot. Da. Das macht schon Sinn. Das könnte funktionieren. Zwar nur ein Paddel jetzt, okay. Mit 2 wäre es natürlich deutlich einfacher. Aber es würde schon funktionieren. Aber vor allem, wie fährst du dieses Boot, wenn das Boot kein Steuerrad hat? Also wie gesagt, es ist eine Spaßepisode. Nimm es nicht zu ernst. Das sind einfach nur so Punkte, die mal aufgefallen sind. Wir gucken gleich mal noch weiter. Ich habe noch einen Punkt. Wir machen noch einen Angriff. Ich habe 13,8 Millionen. Warte mal, wir können mal eben ganz kurz gucken. Das ist fertig. Elex nehme ich auf jeden Fall mal mit. Reicht aber noch nicht ganz. Wobei, Bauarbeiterschub habe ich. Habe ich auf 15%, ne? Den habe ich auf 15%. Da ist der 20%ige. Okay, ich habe noch kaum Punkte. Ich habe gerade mal 1000 Punkte hier. Da ist noch nicht so viel. Wir machen auf jeden Fall mal eine Mauer. Vielleicht können wir gleich noch eine machen. Und wir können auch gleich, nach dem Angriff, erinnert mich dran, auf jeden Fall hier was machen. Und ich will auf jeden Fall die Eule machen. Die Eule für 191.000 passt auf jeden Fall. Kurzer Cut. Ich fordere gleich nochmal an. Bis gleich. Hallo. Wir sind zurück und haben 1 Million Gold und er hat uns sogar schon hier was hingestellt. Das ist natürlich sehr freundlich. Ich habe ja diesmal, okay, eben hatten wir einen Blitz, war zu wenig. Dann haben wir dieses Mal halt 3 Blitze. Okay, dann machen wir das jetzt so. 1, 2, 3. Und wir haben ja noch den letzten Punkt auf unserer Liste. Es ist noch nicht vorbei, drohte er seinen Zuschauern. Nein. Was einem natürlich auch auffällt bei diesem Spiel, dass sowohl Truppen als auch Helden bei Clash of Clans unendlich Munition zu haben scheinen. Dass sie unendlich Munition haben. Das ist nicht nur bei Helden. Also okay, der Barbarenkönig, okay, den können wir jetzt mal komplett ausklammern. Der hat ja sein Schwert. Aber zum Beispiel die Königin. Ich meine, die hat den Köcher auf dem Rücken. Aber wie viele Pfeile will sie bitte haben? Vor allem natürlich, die Pfeile, die sie schießt, die kommen da zwar raus, aber der Pfeil obendrauf, der bewegt sich ja gar nicht. Oder die Gladi. Wenn die Gladi ihren Speer wirft, sie hat immer wieder 9 in der Hand. Und er kommt nicht zurück. Es ist Spaß. Es ist wirklich Spaß. Nehmt es nicht zu ernst. Es soll einfach nur mal zeigen, dass es in diesem Spiel auch ein paar unlogische Dinge gibt, die einem halt normalerweise gar nicht auffallen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Jetzt müssen wir eben noch ganz kurz ein bisschen aufräumen. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Da setze ich schon den Drachen hin, der räumt das schon ein bisschen auf. Da kommt jetzt die Luftfalle. Macht aber nichts. Oh, das Gold. Ich meine, egal wie der Angriff jetzt ausgeht. Ich habe schon relativ viel Gold geholt. Da bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. So, die Falle noch weg. Aber wir haben echt kaum noch Zeit. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns jetzt wirklich sputen. Ja, da drauf, genau. Da drauf bitte. Ich freeze auch mal eben schnell. Aber da muss ich jetzt gleich auch mal eben freezen. So, jetzt zünden. Auch die Belagerungsmaschinen. Die Belagerungsmaschinen haben ja auch unendlich Munition. Ich finde das sehr lustig, muss ich sagen. Ich finde das wirklich sehr lustig. Es ist auch wirklich gar nichts Schlimmes. Das Spiel muss auch nicht zu 1000% realistisch sein und muss ja nicht jetzt jeden einzelnen Furz in diesem Spiel realistisch abbilden. Und wir schaffen's. Wir holen hier die 100%. Wir schaffen das. Die Königin muss sich jetzt zwar noch mit dem König rumschlagen, wird sie aber noch, ja, es wird knapp werden. Sie hat jetzt vielleicht gleich noch Hilfe. Ja, braucht sie gar nicht mehr. Das war jetzt zum Beispiel super gut. 1 Million Gold nehme ich sehr gerne mit. Plus Bonus nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Plus den Bonus nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Plus das hier selbstverständlich auch. Denn wir können jetzt noch erstmal eine Mauer machen. Ich glaube vielleicht sogar 2. Eine Mauer. Und oh, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Das hatten wir gestern schon mal bei Angriff No-No war das, glaube ich. War das bei Angriff No-No? Es war definitiv bei Angriff No-No. Ich glaube aber nicht, dass das gestern war. Dass uns auch ein ganz kleines bisschen gefehlt hat. Aber zumindest können wir jetzt die Eule machen. Sehr gut.
Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Guck auch gerne in die Beschreibung. Abonniere den Kanal CreatorCodeMBF nicht vergessen. Für mehr Clash of Clans Content auf jeden Fall, ne? Abo, Abo, Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.